Drahtlose Virtual Reality mit einem schnellen PC. Was bis vor kurzem noch Zukunftsmusik war, gibt es nun von TP-Cast. Der chinesische Hersteller bringt seinen Wireless-Adapter für HTC's Vive nach Europa. Wir haben ihn ausprobiert. Bevor es losgeht, müssen die Kabel des VR-Headsets gegen die von TP-Cast getauscht und ein Empfänger sowie ein Akkupack angebracht werden. Zusätzlich sind am Computer ein Sender und ein spezieller Router sowie passende Software nötig. Der Aufbau dauert laut Hersteller gut eine halbe Stunde. Einmal montiert, überzeugt TP-Cast. Wir konnten beim Antesten mit Space Pirate Trainer keine Aussetzer oder Verzögerungen feststellen. Die Bild- und Tonqualität ist ohnehin identisch zur kabelgebundenen Variante. TP-Cast arbeitet im 60 GHz Frequenzband und ohne Kompression bei vollen 90 Hz. Am besten wird der Sender über dem Spieler angebracht, denn ein geblocktes Signal kann zum Stottern führen. Der Akku reicht laut Hersteller für 5 Stunden Aufenthalt in der virtuellen Realität. In Deutschland ist der Wireless-Adapter ab dem 20. November 2017 verfügbar. Er kostet 350 Euro.